Ja, meine Damen und Herren, wir kommen hier einmal zu einer Analyse, die nennt sich einfach mal, wer ist in Deutschland die am schrecklichsten kontrollierte Opposition? Ja, und wir sagen einmal, ja, der Karneval, kontrollierte Opposition, die kontrollierte Opposition, natürlich, ja. Und dann gehen wir in den Ton und dann klärt sich das einfach mal auf. So, Sie sind ein waschechter Berliner und Sie haben sich im Land umgeschaut und haben mal Ausschau nach die Arschkriecher der Regierung gehalten, ja. Und da sind Sie aufs Rheinland gestoßen, wo die da 20 Millionen da rumrennen, wa? Aber die haben einen Karneval ausfallen lassen, weil ihnen das von Berlin aus angesagt war, wa? Wie haben die denn das hingekriegt? Ja, erzählen Sie das doch mal. Ja, das ist so. Die haben ja beim Berlin-Umzug gesagt, erstmal hat ja nur die Hälfte gesagt, wir ziehen mal rüber mit der Regierung. Und dann haben sie die Hälfte der ganzen Behörden ja auch noch in Bonn alles stehen lassen, wa? Und da sitzt die kontrollierte Opposition, die denen das angesagt hat. Man hat viele alte Beamte, die hat man da am Rheinland sitzen lassen, damit die denen sagen, und du hörst jetzt mal auf, hier rumzufeiern, wa? Also man kann ja nicht alles auf Berlin schieben, wa? Nur weil hier mal ein bisschen Silvester in der Welt war und manch einer gefragt hat, Mensch, warum kommt denn keiner? Ja, man muss sich ja mal erinnern, dass im Karneval ja auch schon keiner mehr gekommen war. Ich hätte nicht fragen müssen, warum da keiner kommt, weil ich ja weiß, dass die kontrolliert sind durch die zurückgebliebenen Beamten da alle, wa? Und da muss man hier nicht alles nach Berlin schimpfen, wa? Also wenn an alles ein Bürgersteig hier runtergeklappt wird, wa? Das liegt an der Akzeptanz, an der Infektionsakzeptanz, verstehen Sie? Ah ja, die Infektionsakzeptanz, ich danke Ihnen schön. Ja, wäre ich auch nicht drauf gekommen. Ist ja wirklich wunderbar formuliert. Ja, also ich gehe nicht in die Bütt mit das jetzt hier, ja, dass ich dann sage, habt ihr das verstanden, ihr lieben Rheinländer? Was ist los mit euch, hä? Ihr angeblichen, mein Gott, ja, die Revolution, von wo kommt sie aus diesem Land? Na, bestimmt nicht, na, hören wir auf da, aus die Skigebiete? Nee, nee, da bestimmt nicht. Ja, ich danke Ihnen schön. Von den Bergdeutschen auch nicht, ja. Dann war es das mal gewesen, natürlich, ja. Wir brauchen ja auch keine Revolution, natürlich. Wir sitzen alle schön in den warmen Stuben, worum, ne, und das war's dann gewesen. Ja, natürlich, ja. Das war's. Ich danke schön. Ja, ich danke auch. Besten Dank um Ihnen auch, ja. Die Nation vom Rheinland. Ja, natürlich, ja. Die sind vollhörig, natürlich. Ich danke Ihnen schön. Ja, ich danke auch. Ja, meine Damen und Herren, haben Sie das gehört? Eine Schimpfe auf das Rheinland, weil Sie sind so überhörig. Natürlich, ja, wir wissen ja, was ein bisschen eingebuchtet bedeutet. 30 Jahre Mauer, da kennen wir uns aus. Wir halten noch eine Weile aus. Natürlich, wie ist das ganze Land schafft, bis da noch deutschsprachige Gebiete und auch verwandt deutschsprachige Gebiete, natürlich bis nach Holland rüber, egal wo. Also wir wundern uns da überhaupt nicht mehr, wann es dann wirklich wann die Sollbruchstelle dann wirklich mal irgendwann seinen Bruch bekommt. Aber 30 Jahre kann es ja gehen, auch mit dieser Veranstaltung der Freiheitsmaßnahmen. Ja, so ist es nun einmal. Bleiben wir uns einander wohl auf. Ihre Berliner Ecke, Ihr Sprachfunk.